Ja, hallo. Hallo, hier ist Nussbink. Das spricht, das spricht. Ja, ich grüße Sie bitte. Hier ist Lili Weiß von der Handelsplattform. Sie sind Ja. gerade bei uns registriert, ja? Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, die nette Betrügerin von der Handelsplattform ruft wieder an. Tja, von welcher denn? Das hat sie nicht gesagt. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen, naja, kuriosen Telefonat. Okay. Wie heißt denn die Seite? Genau, das ist bitte, jetzt gerade haben Sie auf unserer Seite Öl Profit die Anmeldung gemacht. Das ist unsere Werbungsseite. Es geht um Öl, Rohstoffe und so weiter. Ich bin die Ansprechpartnerin und ich werde alle weiteren Schritte erklären, ja? Ja. Genau. Sagen Sie mir erstens mal, ob Sie Erfahrung haben und dann, das ist komplett neu für Sie. Nee. Alles klar. Und wie wollten Sie bei uns beschäftigen? Möchten Sie selbstständig handeln oder mit unserer Software? Na, weiß ich nicht, was macht denn da Sinn? Wie bitte? Was macht denn da mehr Sinn? Also normalerweise, wenn die Kunden schon Erfahrung haben, die wissen schon, wie das funktioniert und die handeln, das machen die alleine mit unserer Software. Wenn die Kunden ohne Erfahrung sind, dann die handeln mit Hilfe von unseren Experten. Ja. Sie bekommen volle Unterstützung von unserer Seite. Können Sie entweder mit unserer Software beschäftigen, Algorithmus, oder selbstständig dann mit unserer Berater. Nach dem Kontoaktivierung, Sie werden bei uns Ihre eigene Finanzexperte, Ihre Kontomanager haben. Und mit dem Berater werden Sie alle weiteren Schritte abklären, ja? Genau. Werden Sie alle weiteren Schritte abklären, ja? Genau. Müssen Sie alle weiteren Schritte abklären, ja? Genau. Ja, also hier in diesem tollen Gespräch ist wieder wunderbar auffällig. Also die Musik im Hintergrund dröhnt ja wieder bei voller Lautstärke. Die Audio-Qualität von Ihrem Mikrofon ist ja mal wieder der absolute Müll. Aber der Witz ist an der Sache, hier hört schon wieder jemand zu und zeigt der Mitarbeiterin, wie sie arbeiten soll. Hat man hier ganz genau gehört. Ich habe es euch ja mal nochmal als Loop eingespielt. Es ist einfach nur abartig. Da sitzen einfach noch Leute mit im Hintergrund dran, ohne euch zu informieren, dass da noch jemand mithört. Das ist in Deutschland ebenfalls nicht erlaubt. Wenn so ein Unternehmen bei euch anruft, müsst ihr erstmal ein Automat darauf hinweisen, dass eventuell mitgehört werden könnte und man muss euch die Chance einräumen, das Ganze zu widersprechen. Beziehungsweise kann das der Mitarbeiter alternativ auch am Anfang des Gesprächs sagen, dass noch jemand zuhört und wenn man das nicht möchte, dass sich eben der zweite Mitarbeiter abstöpselt und das den Stecker vom Mikrofon zieht. Bei Callcenter-Telefonen ist es teilweise tatsächlich möglich, dass man zwei Headsets einstecken kann. Ja, oder man kann ja alternativ auch den Lautsprecher anmachen und mithören. Und genau das passiert hier gerade im Hintergrund. Da hört wieder irgendjemand zu und ihr wurdet nicht darüber informiert. Und was meinen Sie bitte? Starten Sie jetzt mit minimalem Startkapital oder werden Sie ein bisschen mehr investieren? Was ist denn da der Unterschied? Also minimales Startkapital, damit Sie Ihr Konto aktivieren können, das ist nur 250 €. Als Anfänger können Sie gerne sogar mit kleiner Summe anfangen, anschauen, wie das funktioniert, jederzeit sogar nach ein paar Wochen oder Monaten. Wenn Sie denken, dass alles geht sehr gut, können Sie noch mehr auf Ihrem Konto draufzahlen. Oder Ihre Profite auszahlen lassen, nach ein paar Monaten und mit dem Handelsprozess beenden. Natürlich, wenn Sie sogar am Anfang noch mehr investieren, dann bekommen Sie ja damit noch mehr Chancen, mehr Geld zu verdienen. Also das entscheiden Sie selbst. Können Sie mit noch mehr investieren oder mit minimaler Summe können Sie auch einsteigen. Und was meinen Sie? Starten Sie mit 250 € oder würden Sie mehr investieren? Ja, wenn Sie sagen, das passt so, dann machen wir 250 Stocken. Wie bitte? Genau, können Sie mit minimaler Summe dann ausprobieren. Und welche Einzahlungsmethode wäre optimal für Sie? Wie würden Sie einzahlen? Haben Sie zum Beispiel PayPal? Nee. Okay, Kreditkarte, Visa oder Mastercard? Nee. Okay, dann wie würden Sie bitte investieren? Na, mit ganz normaler Überweisung, so wie sonst immer. Alles klar. Kein Problem. Also, ehrlich zu sagen, normalerweise, die Kunden zahlen bei uns mit Kreditkarte, Visa oder Mastercard oder mit PayPal. Aber, weil sie keine davon haben, natürlich sind sie nicht der einzige Kunde bei uns. Wir haben viele Kunden, die keine Karte oder keine PayPal haben. In diesem Fall, wir haben ausnahmsweise unsere europäische gebührenfreie Bankverbindung.
Bankdaten von Litauen, die Konto, die Bank besitzt in Litauen, für die kleinere Summe. Wenn die Kunden unter 1.000 Euro investieren, dann haben wir solche Bankverbindungen. Über 1.000 haben wir Schweizer oder deutsche Bankdaten. Tja, schon witzig. Also das Einzahlen über Banküberweisung ja mal eine Sonderlösung ist und man da verschiedene Konten gleich zur Verfügung hat. Tja, dass man da verschiedene Konten zur Verfügung hat, das hat nichts anderes als Geldwäsche-Hintergründe, warum größere Beträge direkt ins Ausland gehen und kleinere Beträge über deutsche Mittelsmann-Konten laufen. Aber grundsätzlich werden hier nur Einzahlungsmöglichkeiten benutzt, die nicht mehr wirklich nachvollziehbar sind oder leicht zu verschleiern sind, beziehungsweise alles nur Einzahlmöglichkeiten, wo der Kunde nicht wirklich eine Möglichkeit hat, nochmal an sein Geld zurückzukommen. Denn Finanzgeschäfte sind auch nicht von PayPal gedeckt, Auslandsgeschäfte sowieso nicht. Das heißt, man hat bei PayPal auch keinen Käuferschutz in diesem Fall. Bei einer Kreditkarte, wenn es Transaktionen ins Ausland sind, ebenso wenig. Oder ziemlich unwahrscheinlich, dass man sein Geld nochmal darüber irgendwie wiederbekommen könnte. Tja, das sind immer wieder die neuen Mittel und Wege, die die Betrüger sich zunutze machen. Also es gibt jede Menge Lücken im System, dass man halt sein Geld möglichst schnell loswerden kann, ohne dass man das jemals wiedersehen kann. Also es gibt einfach keine Möglichkeiten, wieder an das Geld zurückzukommen. Und das ist das Dramatische an der Geschichte. Außerdem, 250 Euro als Minimalbetrag bei der Börse ist ein Lacher. Da kann man allenfalls 1-2 Euro Gewinn mitmachen, wenn es mal gut geht. Dass die Betrüger hier aber darauf abzielen, dass ihr das Geld überweist und sich danach nie wieder melden, das sollte, denke ich mal, klar sein. Von daher immer wieder der Hinweis, legt einfach auf. Nehmt solche Gespräche nicht an, beendet es, unterhaltet euch nicht mit denen, denn wenn man da einmal dran ist, dann merken die sich das auch und verkaufen die Daten nur weiter. Nach einem Anruf ist definitiv sicher, wenn ihr da schon mal dran gegangen seid, dass die Daten weiterverkauft werden und ihr nicht mehr in Ruhe gelassen werdet. Möglichkeiten hat man da nicht wirklich welche. Man kann zwar die Rufnummer blockieren, aber dadurch, dass die Betrüger mit gespooften, also gefälschten Telefonnummern anrufen, ist es relativ unwahrscheinlich, dass selbst das Blockieren der Telefonnummer irgendetwas bringt. Das Unternehmen ruft das nächste Mal sowieso mit einer neuen gefälschten Rufnummer an, die man nicht zurückrufen kann. Und dann nützt die Blocklist im Telefon auch herzlich wenig. Deswegen, ich werde jetzt das Geld für Sie vorbereiten und können Sie sehr gerne das Geld überweisen. Das kostet Ihnen keinen extra Cent, Sie brauchen nur die Summen. 250 Euro zu überweisen. Machen wir so? Wieso ausnahmsweise? Standard. Natürlich, das ist Standard, aber normalerweise Kunden zahlen bei uns mit Kreditkarte, wie gesagt. Jeder hat heutzutage Visa oder Mastercard oder PayPal. Aber wenn die Kunden, kein Problem, also wenn die Kunden keine davon haben, wie Sie zum Beispiel, deswegen haben wir unsere Bankverbindung, damit die Kunden natürlich nicht ohne Investition bleiben, ja? Damit jeder kann investieren, das Geld einzahlen und so weiter. Deswegen habe ich gemeint, ja. Jetzt bitte, ich vorbereite dann Bankverbindung für Sie, für die kleinere Summe, 250 Euro. Und von welchen Bank haben Sie bitte Internetbanking? Wenn ich frage, da haben Sie Sparkasse, Commerzbank, Volksbank. Ist doch egal, ist überall gleich. Wie bitte? Ist doch egal, ist doch überall gleich. Natürlich, das ist egal. Für uns spielt keine Rolle. Das habe ich einfach nur als Frage gestellt. Jetzt dann, arbeiten Sie mit dem Handy oder mit dem Computer, Herr Hartmann? Mit welchem Gerät können Sie weiterarbeiten? Ja, genau. Mit dem Handy oder mit dem Computer, bitte, habe ich gefragt. Ja, habe ich da. Computer meinen Sie, oder? Nur Handy habe ich dabei. Ja. Okay, dann loggen Sie jetzt auf Ihrem Online-Banking ein, öffnen Sie Ihr Internet-Banking. Wenn Sie soweit sind, sagen Sie mir und ich diktiere gerne unsere IBAN und Verwendungszweck. Nehmen Sie ruhig Zeit, sagen Sie mir, wenn Sie soweit sind. Warum? Was meinen Sie bitte? Ja, können wir loslegen. Wie bitte nochmal? Na, wir können dann anfangen jetzt. Sind Sie schon eingeloggt, meinen Sie, auf Ihrem Online-Banking? Ja. Sehr gut. Jetzt wählen Sie bitte Auslandsüberweisung aus oder SEPA-Überweisung. Ja. Das ist unterschiedlich in jeder Banken. Deswegen habe ich gefragt, welche Bank besitzen Sie einfach? Das war, nur Frage. Ich brauche einfach nur die IBAN-Nummer, mehr brauche ich da gar nicht. Genau. Achso, kein Problem. Jetzt diktiere ich Ihnen IBAN.
Jawohl, Sekunde. Ja. Und ja, ich warte noch ein paar Sekunden von meiner Buchungsabteilung, genau Invoice unter Ihr Name. Bis dahin, ich werde jetzt ein paar Fragen stellen, ja. Ich soll gleichzeitig für Sie ein kleines Formular ausfüllen und habe ich ein paar Fragen, ja. Das ist eine Formalität, jeder Kunde bei uns hat sein eigenes Portfolio. Sie sind jetzt unsere Kunde und Sie sollen auch Ihr eigenes Portfolio haben. Deswegen habe ich ein paar Fragen. Sagen Sie mir bitte erstes Mal, wie alt sind Sie, Ihr Alter? Ich bin 29. Wie bitte? Ja, genau. Ich habe Sie nicht, habe ich nicht so gut verstanden. Nochmal, Ihr Alter? 29. Herr Hartmut, ich habe es gesagt, ich habe es nicht korrekt verstanden. Können Sie nochmal sagen? Habe ich trotzdem nicht verstanden. Deutlich, können Sie noch mal sagen? Ja, machen Sie Spaß jetzt, oder? Nee, wieso? Dann habe ich gesagt, habe ich nicht verstanden. Können Sie? 29. Habe ich korrekt verstanden? Ja, danke Ihnen. Jetzt habe ich geschaut. Sehr gut. Was machen Sie beruflich, wenn ich fragen darf? Da bin ich Kaffeesatzleser. Wie bitte? Kaffeesatzleser. Kunde, in welchem Richtung? Na, Kaffeesatz lesen. Können Sie mir buchstabieren? Wie schreibt man das als Beruf? Darf ich keine Fehler machen? Wozu brauchen Sie das da? Ich habe Sie nicht so gut verstanden. Deswegen, wenn Sie mir den Namen buchstabieren von Ihrem Beruf, ich werde das genauer aufschreiben. Ja, aber wozu Kaufmann? Wollen Sie das aufschreiben? Genau, Kaufmann. Was kommt weiter? Erste Buchstabe ist K. Und wozu wollen Sie das dann aufschreiben? Bei dem Formular, Herr Hartmut, habe ich gemeint, ich soll für Sie Formular ausfüllen. Und ich habe Sie nicht verstanden, Ihr Beruf, ich habe Sie gesagt. Deswegen, diese Wort, buchstabieren Sie mir einfach, ja? Jo, Kaufmann? Sie vielleicht einfach die Frage auch mal beantworten, dann wäre das ja vielleicht auch schon erledigt. Immer wieder aufs neue Wahnsinn. Sie versuchen wirklich alles noch über die Kunden rauszubekommen, um einfach auch abstecken zu können, wie viel Geld der Kunde so verdient im Monat. Normalerweise kommt ja da sowas sicherlich wie Verkäufer oder weiß ich nicht, Beamter oder Busfahrer. Das ist so relativ einfach. Da kann man dann halt eben auch rausfinden, was die Leute so verdienen monatlich und wie viel da man oder wie viel man da eben noch rausschlagen kann an Betrug. Ja, mehr Hintergrund soll das sicherlich nicht sein. Oder vielleicht auch einfach nur Vertrauen erwecken, ich weiß es nicht genau. Das Problem ist dabei, umso mehr Daten man denen gibt, das speichern die sich ja auch alles. Und kein Mensch weiß, was danach damit passiert. Normalerweise läuft dieser Betrug ja auch so ab, dass man dann noch seinen Personalausweis kopieren soll. Ja, und schon ist der Identitätendiebstahl richtig schön rund. Die haben dann nicht nur euren Namen, sondern wissen auch, was ihr beruflich macht und haben auch eure Adresse. Ja, und dann kann das Shoppen richtig schön fleißig losgehen auf euren Namen. Ja, und da sollte man definitiv ganz, ganz vorsichtig sein, wo man seine Daten überall im Internet hinterlässt. Und wenn man sie hier freiwillig am Telefon rausgibt, dann braucht man sich hinterher nicht wundern, wenn der Datendiebstahl kaum noch belegbar ist und man selber eigentlich nicht mehr wirklich was nachweisen kann, weil die haben alles dann von euch. Beruf, Stromrechnung, also das muss man ja meistens auch noch schicken, Stromrechnung oder Mietvertrag oder irgendwas, was die gerne haben wollen per E-Mail. Ja, dass das nicht gut gehen kann, sollte eigentlich ganz klar auf der Hand liegen. Wie bitte? Wollen Sie nicht mal meine Frage beantworten? Welche Frage? Sie hören sich gerne selber reden, ne? Wie bitte? Ja. Ich habe gefragt, warum Sie das brauchen. Ich habe es auch geantwortet, also das braucht jeder Kunde bei uns. Jeder Kunde auf dem Finanzmarkt hat seine eigene Portfolio. Sie sind jetzt unsere Kunde und ich soll für Sie ein kleines Formular ausfüllen. Das habe ich gemeint und deswegen sollen Sie dann soll ich dann ein paar Fragen stellen. Was meinen Sie bitte? Ja, wozu brauchen Sie das? Für Ihr Formular. Sie sind doch unsere Kunden, ja? Und wozu brauche ich das in meinem Formular? Wir haben ca. 100 Kunden täglich und niemand hat Probleme bei der Ausführung von diesem Formular. Ist das jetzt irgendein Problem für Sie? Ja, wenn ich weiß, warum, dann nicht. Dann, ich habe es gesagt, Sie sollen Ihr eigenes Portfolio haben. Wir sollen Bescheid wissen, mit wem sollen wir weiterarbeiten, Herr Hartmut. Das hat doch nichts mit meinem Beruf zu tun. Okay, jetzt bitte habe ich noch eine Frage. Sekunde. Staatsangehörigkeit? Wozu brauchen Sie das denn? Sind Sie Deutsch, ja? Ja.
Also hier, Hartmut, wenn Sie bitte zu der Bank gehen oder irgendeine Unternehmer, also jeder hat sein eigenes Formular, Sie sollen dann sich verifizieren. Und wovor wundert sich, dass ich jetzt Fragen stelle? Ja, weil das Quatschfragen sind. Die haben ja nichts mit der Verifikation zu tun. Verifizieren tue ich mich mit meinem Personalausweis und nicht, ob ich arbeiten gehe und welche Staatsangehörigkeit habe. Natürlich, Herr Hartmut, wenn Sie bitte ohne, also wenn Sie arbeitslos sind, das hat keinen Sinn, dass Sie jetzt investieren, ja? Ja, aber was meinen Sie? Das geht Sie doch aber auch nichts an. Okay, Herr Hartmut, dann machen wir Folgendes. Ja, lassen wir das die ganze. Sagen Sie mir, wie weit sind Sie jetzt? Am Handy arbeiten Sie oder am Computer? Ah ja, ganz genau. Also wenn der Kunde die Fragen nicht beantworten möchte, obwohl man da ja ewig diskutiert hat, dass der Kunde die beantworten muss, dann lässt man es einfach und macht dann einfach weiter. Hauptsache der Kunde bezahlt noch irgendwie sein Geld ein. Naja, dass das hier nicht legal und nicht vernünftig sein kann, ich glaube, das liegt auf der Hand und verrät sich hier wie immer von ganz allein. Ja, am PC. Am PC. Und sind Sie schon eingeloggt, meinen Sie, auf Ihrem Online-Banking? Ja, ja, so weit waren wir ja schon. Mittlerweile bin ich wieder ausgeloggt, ja. Okay, also wissen Sie überhaupt, was Sie machen möchten, oder? Wie ist die Frage jetzt gemeint? Sie sind doch jetzt mitten dabei, oder nicht? Ja, wir waren dabei und ich habe ein paar Fragen gestellt und irgendwie von Ihrer Seite, ich habe es nicht verstanden, also wieso haben Sie Probleme? Paar Fragen zu beantworten. Ist das Geheimnis, oder? Die Fragen ergeben halt einfach gar keinen Sinn. Die sind einfach nicht logisch. Nein, nein, das hat sehr großen Sinn, weil so arbeitet Finanzmarkt. Ja, dann erkläre mir doch aber welchen Sinn. Du kannst doch nicht mal erklären, welchen Sinn. Nein, ich habe genug beantwortet. Jeder Kunde. Nein, lassen Sie mich ausreden. Wenn Frau redet, Sie sollen lassen. Du musst mich aber aussprechen lassen. Ganze Frage, ganze Antwort. Nicht halbe Frage, halbe Antwort. Das funktioniert so nicht. So. Nein, ich hab's hart geantwortet. Nee, das hast du eben nicht. Du quatschst immer dazwischen. Anstatt mal die ganze Frage mal komplett anzuhören. Weil damit zögerst du doch einfach nur alles raus. Komplett sinnlos. Anstatt einfach mal zuzuhören. So, kann ich jetzt die Frage stellen? Natürlich. Wozu brauchen wir denn die ganzen Fragen? Zur Legitimation ist es ja nicht. Das ist Ihre Frage? Diese Frage. Alles klar. Ich würde nochmals jetzt wiederholen, was ich schon gesagt habe. Nee, jeder Kunde auf dem Finanzmarkt. Nein, nicht wiederholen. Einfach mal vernünftig darauf antworten. Nicht die gelogene Antwort, die ja gar nicht dazu passt. Ich will meine richtige Antwort dazu. Jetzt, Herr Hartmut, hören Sie mich ganz gut zu. Weiß ich nicht, was passt es jetzt bei Ihnen oder was möchten Sie zu hören? Seit Jahren arbeiten wir mit solchen Regeln. Wenn Ihnen etwas nicht gefällt, dann können Sie ausloggen und dann bleiben Sie in Ruhe mit Ihrem Gewünschen, ja? Ich habe es mehrmals gesagt, jeder Kunde soll sein Portfolio bei uns haben. Das ist nur ein paar Fragen, weil jeder Kunde braucht Portfolio. Wir sollen Bescheid wissen, mit wem arbeiten wir, ja? Ja, die Kunden. Ja. Wozu? Was meinen Sie mit wozu? Das fragt mich keine normale Bank. Keine einzige. Nicht eine. Ja, es ist keine Bank. Es ist Finanzmarkt. Nicht nur bei uns, in ganzen Welt, ganzen Länder. So arbeitet Finanzmarkt. Ja, Sie sind eine Tradingbank. Das ist das Gleiche. Da brauche ich einen Personalausweis und mehr nicht. Nein, wir sind keine Sparkasse oder keine deutsche Bank. Es ist Finanzmarkt. Richtig, Sie sind eine Tradingbank. So, und da brauche ich, um mich zu legitimieren, einen Personalausweis. Punkt, aus, Ende. Mehr brauche ich nicht. Okay, Herr Hartmann, so ist bei uns geregelt. Wenn Sie bitte bei uns arbeiten wollen, das ist doch kein Problem für Sie sein, dass Sie noch zwei Fragen beantworten. Frage, warum Sie das so machen? Was meinen Sie? Habe ich wirklich nicht verstanden. So wollen Sie die ganze Ihre Leben, 29 Jahre, machen Sie Probleme über alles? Ich will schon wissen, wo ich mein Geld reinstecke, ja? Ich will doch nicht einfach irgendwo mein Geld versenken. Mit blöden Aussagen. Natürlich, wir würden auch gerne wissen, mit wem sollen wir weiterarbeiten. Wer ist es, Mann oder Frau eigentlich? Oder was meinen Sie? Dafür bekommen Sie einen Personalausweis, aber mehr nicht. Ja, nein, Personalausweis ist nicht genug auf dem Finanzmarkt. Wir sollen wissen, was macht unsere Kunde beruflich sogar. Dann sind Sie Betrüger. Dann sind Sie Betrüger, weil das braucht keine Bank. Ja, Sie sind wirklich... Weiß ich nicht, was Sie selbst machen möchten. Sie wissen das selbst nicht. Kommen Sie bitte klar zu uns. Nein, Sie wissen nicht. Meine Zeit kostet auch. Ich habe jetzt andere Kunden auf die Leitung. Sie sind ein unseriöser junger Mann. Wollen Sie weiter? Ja.
Naja, zum Schluss hat es uns ja dann den Beweis, dass es nicht legal oder nicht mit rechten Dingen zugehen kann, ja selbst geliefert. Einfach das Gespräch abbrechen und beantworten konnten die hier wieder immer überhaupt nichts. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Zeigt so gerne mit einem Daumen nach oben. Vergesst das Abo nicht, um den Kanal zu unterstützen. Wenn ihr keine Videos verpassen wollt, am besten gleich mit Klingelglöckchen. Dann gibt es auch immer eine kleine Benachrichtigung, wenn ein neues Video veröffentlicht wurde. Hier seht ihr noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl auf dem Kanal. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.